meine Lieben, wir sind beim 18. Dezember 2019 und wir haben einen schwierigen, etwas anstrengenden Tag vor uns. Man sollte auch aufpassen, dass man nicht über den Tisch gezogen wird heute Vormittag. Das geht nach dem Mittagessen besser. Danach wird man agiler und die zweite Tageshälfte wird dann viel schöner. Und man kann sich auch besser durchsetzen in der zweiten Tageshälfte. Also vormittags ein bisschen aufpassen und nachmittags wird es dann schöner, ruhiger, angenehmer und geselliger am 18. Ja? Wir schauen mal, was die Karten für euch haben. Mein lieber Wassermann, wir sind am 18. Dezember, dem Mittwoch dran und du hast ja gehört, vormittags aufpassen, nachmittags ist es dann erfolgversprechender. Wir schauen mal, was die Karten für dich haben. Geduld ist heute gefragt bei dir. Die Engelkarte sagt, drück dich klar aus. Es ist wichtig, dass du deine Gespräche so klar und deutlich wie möglich führst. Also wenn du jemandem was erklärst oder wenn du irgendwas besprechen möchtest, solltest du schon dafür sorgen, dass der andere dann auch es richtig verstanden hat. Vielleicht nochmal nachfragen. Wir haben als Engelkarte Tagträume. Du wirst unsere Botschaften leichter hören, wenn du dich regelmäßig der wohltuenden Beschäftigung des Tagträumens hingibst. Entspanne dich und öffne dein Herz dem Empfangen, ohne deine Gedanken zu dirigieren. Achte einfach nur auf jegliche Gefühle, Visionen oder Ideen, so als würdest du einen Film anschauen. Dies ist die Quelle wahrer Kreativität. Na, vielleicht bist du nachmittags sehr kreativ. Und wir haben das Labyrinth. Also du musst den Weg dadurch finden, wie du deine Dinge sozusagen an den Mann oder an die Frau bringst, was du vielleicht vorschlagen möchtest oder was du jemandem schmackhaft machen möchtest. Das ist heute wichtig, dass du Geduld hast und das vielleicht besser am Nachmittag tust. Ja? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und dann schauen wir auch, wenn du magst, morgen, wie es dann wird.